So, hallo zusammen. Ich bin hier in Bad Wildbad im Schwarzwald ein bisschen wandern und mir kamen so einige Gedanken und ich dachte, ich mache ein Video drüber. Und zwar ist mir irgendwie in den letzten Monaten so ein bisschen in den Kopf gekommen, der Druck, den wir uns immer machen, irgendeinem Ideal nachzueifern. Entweder wir machen den Druck uns im Außen oder im Inneren und ich habe dann auf YouTube, bin ich auf verschiedene Videos gestoßen, wo YouTuber, die ein bisschen im Business drin sind, also Unternehmensgründer, die Leute, die immer sagen, man muss hustlen, ja, man muss sich disziplinieren, man muss schauen, dass man seinen Arsch hochbekommt. Und ich habe mich diesen Argumenten mal nach lange mal wieder geöffnet, weil ich mal wieder so überprüfen wollte, ist denn mein Ansatz so der richtige für mich selbst? Und mir ist etwas klar geworden. Und mir kam dann auch sehr schnell der Begriff Lob der Disziplin in den Kopf, was auch in der Erziehung früher mal eine Kontroverse ausgelöst hat, als dieses Buch herauskam, wo man auch versucht hat, über die Disziplin die Erziehung effektiv oder gelingend zu gestalten. Und ich bin dann wieder nach der Reflexion auf mich zurückgekommen und habe gemerkt, dass genau dieser Ansatz mit Druck und Disziplin genau der Ansatz ist, der zumindest bei mir und auch gefühlt in der Erziehung meiner Erfahrungen nach nicht funktioniert. Denn das hat viel zu viel mit Druck zu tun und man muss meiner Erfahrung nach den Druck rausnehmen. Wir müssen einen drucklosen Ansatz wählen, sowohl in der Außenwelt und vor allem in der Erziehung, aber vor allem auch sich selbst gegenüber, vor allem zuerst sich selbst gegenüber. Denn wenn man sich selbst Druck aussetzt, dann setzt man automatisch die Außenwelt dem Druck aus, den man sich selber macht, mit anderem Inhalt, aber vom Mechanismus her ist es dasselbe. Und ich möchte die Menschen sensibilisieren dafür, dass alles, was kommen muss und alles, was geschehen muss, damit man ein gelingendes Leben hat, von alleine kommt. Und wenn es kommt, dazu führt, dass man Verhaltensweisen ändert, völlig ohne Druck und Anstrengung. Natürlich braucht man für diesen Ansatz auch eine Grundebene. Also eine Grundebene, dass man zum Beispiel im Leben Dinge tut, die einem Freude bereiten, dass man weiß, was weckt meine Leidenschaft, in welche Richtung möchte ich gehen. Und wenn man grundlegend mal diese Frage geklärt hat und die groben, großen Weichen des Lebens so in diese Richtungen stellt und nebenbei bemerkt, Dinge, wofür man eine Leidenschaft hat und die einem Freude bereiten, die funktionieren bereits drucklos. Und das sind die Inhalte des Lebens. Das heißt, man muss anfangen in der Weltanschauung, im Weltbild erstmal schauen, bin ich zu sehr von äußeren Einflüssen konditioniert? Was will ich wirklich? Dann muss man das in die Außenwelt hinaustragen und auch Entscheidungen treffen und Handlungen vollziehen, die dann dich dazu bringen oder einen dazu bringen, diese Leidenschaft auch auszuleben. Und wenn man diese Grundlage hat, dann kann man den Rest, die Ebene darüber mit den kleinen Details, völlig drucklos gestalten. Das heißt nicht, dass man sich nicht reflektiert, dass man vielleicht eine gesunde Kritik auch an sich übt. Man weiß aber im tieferen Sinne, dass das nichts ändert daran, wer man ist oder keine größeren Entscheidungen oder Gewohnheiten ändert, sondern diese Gewohnheiten ändern sich nach einem Ereignis, das das Leben, die universelle Intelligenz des Lebens von außen auf uns einprasseln hat lassen, sage ich mal. Und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn wir sagen, ich möchte, oder wenn wir immer wieder im Kopf haben, ich möchte etwas ändern, zum Beispiel in der Ernährung oder wie ich mit anderen Menschen oder mit mir selbst umgehe,
Oder ich mache mir zu viel Druck, aber irgendwie schaffe ich es nicht, mir diesen Druck nicht zu machen. Und dann liest man Bücher. Welche Techniken gibt es, sich diesem Druck zu entziehen? Man fängt an zu meditieren. Man macht das aber alles mit Druck nach einem Plan, den andere für einen geschrieben haben. Oder man sucht sich das aus verschiedenen Quellen zusammen. Dann kann das nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann immer nur mit einem ständigen Druck, der einen irgendwann oder auch vielleicht schneller als längerfristig krank macht, depressiv macht. Und was anstattdessen funktioniert, meiner Erfahrung nach, ist, das Leben auf einen zukommen zu lassen. Das heißt, wenn das Leben sagt, ja, diese Gewohnheit, die hilft dir jetzt wirklich weiter in deiner Entfaltung, dann wird ein Ereignis passieren, wie zum Beispiel ein Unfall, eine Krankheit, eine Verletzung, eine Partnerschaft. Es wird eine Beziehung in das Leben treten, die einen so tiefgründig berührt, dass diese Veränderung plötzlich quasi mitgemacht wird. Also es gibt ein Ereignis, das über, wie sagt man, overwhelming sagt man im Englischen, oder überschwänglich, ja, das über trifft alles, was an äußeren und inneren Eindrücken einem bekannt ist, überschwemmt einen quasi. Und mit dieser Veränderung, die durch dieses überschwemmende Ereignis stattfindet, passieren dann diese Gewohnheitsänderungen, die sowieso das Leben gerade für richtig hält. Und dann hat man diese Gewohnheit geändert und das Leben hat einem drucklos dazu verholfen, diese Dinge zu verändern. Und häufig ist es so, dass die Leute dem Leben nicht genug vertrauen. Die denken, sie müssen sich selbst Druck machen, sie müssen Disziplin haben, damit Dinge sich ändern. Sonst werden sie in der Apathie, in der Antriebslosigkeit, in der Motivationslosigkeit versinken. Ich sehe das genau andersrum. Wir müssen versuchen, die grundlegendsten Dinge wie unsere Weltanschauung, unsere Empathie, die Mechanismen des Ego, da empfehle ich zum Beispiel Eckhart Tolle, die müssen wir versuchen zu verstehen. Nur zu verstehen, nicht irgendwelche Schritte abzuarbeiten. Verstehen. Und wenn wir das getan haben, können wir in die Drucklosigkeit uns begeben. Und diese Drucklosigkeit führt uns im Prinzip dann zu dem Leben oder führt uns zu der Entfaltung, die das Leben für uns vorgesehen hat. Vor allem, in welche Richtung soll man denn die Disziplin überhaupt aufbringen? Soll man gucken, dass man Geld bekommt? Wenn ja, wie viel? Was will man dann mit dem Geld machen? Ist es erstrebenswert, sich ein Haus zu kaufen, erfolgreich bei Frauen zu sein, erfolgreich im Beruf allgemein zu sein, andere Menschen zu kontrollieren, Macht zu erhalten? Was sind diese äußerlichen Dinge überhaupt wert? Wer sagt einem, wo man sich Druck machen soll? Das Leben ist viel intelligenter. Man hört von allen Seiten, ja, esst nur das und esst das nicht, weil da sind Stoffe drin, die können krebserregend sein. Und das ist ein Ansatz des Menschen, der sehr auf der biochemischen Ebene funktioniert. Aber wir sind viel, viel mehr. Diese biochemische Ebene ist nur so ein kleiner Teil. Und wir sind so viel mehr und so, das Leben ist so komplex und die Einflüsse und wir selbst sind so komplex, dass nur die Intelligenz des Lebens an sich uns sagen kann, was gut für uns ist, was uns glücklich macht, wonach wir streben sollen. Und das sind die Dinge, das sind die Gefühle, das sind die körperlichen Signale, die uns sagen, okay, da ist was nicht ganz richtig für mich, ich muss in eine andere Richtung. Und dazu gehören natürlich auch Gelüste, zum Beispiel, was möchte ich essen oder auf was habe ich gerade Lust oder auch auf was habe ich einfach keine Lust? Habe ich Lust, überhaupt mir Druck zu machen? Weil andere sagen, wenn ich mir Druck mache und Disziplin habe, dann erreiche ich den Erfolg und dann bekomme ich Geld und dann kann ich um die Welt reisen. Wer sagt denn, dass das für dich genau das ist, was dich glücklich macht? Wir versuchen uns von außen diese Tipps zu holen und versuchen danach zu streben. Und das hat alles mit Druck und Disziplin und Hustle, ja, dieses englische Wort Hustle zu tun. Aber das ist nicht der Weg, meiner Erfahrung nach. Der Weg ist genau anders. Der Weg ist,
sich zu öffnen, den Druck rauszunehmen. Wenn der Druck weg ist, dann kann plötzlich etwas aus einem selbst heraus, ja, ein Impuls, ein Gefühl erstmal überhaupt aufsteigen und uns bewusst werden. Oder es können äußere Einflüsse, ohne dass wir filtern, was gut und was schlecht ist und was jetzt in meinen Hustle-Plan passt und was nicht. Wir können diese äußeren Einflüsse einfach aufnehmen und hineinfühlen. Und dann wissen wir, was wir wollen im Leben. Dann führt uns das Leben dahin. Und das ist oft sehr unkonventionell, denn die meisten Menschen, viele Menschen sind nicht glücklich mit dem, was sie tun, wie sie leben. Genau deshalb, weil sie eben in eine Schablone passen. Deswegen sind auch so viele Menschen so ähnlich. Wenn du also anders bist, verrückt, ja, verrückt aus der Mitte heraus, dann ist das etwas super Positives und dann heißt das, dass du auf diese Dinge hörst, die so ganz sanft dich anstupsen, ja, und dir sagen, hör mal zu, da ist was nicht richtig, oder auf deinen Körper hörst, ich habe jetzt eine Verletzung und die Verletzung, die verursacht mir so viel Schmerzen. Und durch die Schmerzen kann ich ja nichts anderes mehr denken und plötzlich klappt die Ernährungsumstellung nebenbei, ganz einfach, weil es genau zu diesem Zeitpunkt sein sollte, dass du die Ernährung änderst und nicht vorher und nicht aufgrund von Druck oder irgendwelchen kognitiven, durchdachten Dingen, sondern nein, weil das Leben dir jetzt das Zeichen geschickt hat. Ich habe zu viel Druck in meinem Leben aufgebaut, jetzt kommt eine Verletzung, wo jeder Druck plötzlich wehtut. Ja, und durch den Schmerz transformiere ich auch andere Gewohnheiten und Bereiche in meinem Leben und danach gehe ich als ein neuer Mensch daraus hervor. Das hat mir aber das Leben gebracht. Und das sind keine Dinge, wo ich Druck ausüben muss, sondern nein, ich muss den Druck rausnehmen. Ja? Und viele Menschen versuchen dann, sich an alles zu halten und diszipliniert zu sein und oberflächlich nett und ehrlich, aber sie haben tiefgründig nichts geändert. Und dann haben sie eine Krankheit oder einen Unfall oder sie werden betrogen, belogen. Und dann sagen sie, warum passiert immer mir das? Immer mir passiert das. So blöd, anderen passiert sowas nie. Ich habe einfach Pech, das ist einfach mein Schicksal. Und sie merken nicht, dass genau diese Dinge das Leben ihnen schickt, um zu sagen, hallo, falscher Weg, nicht der richtige Weg. Da fehlt was, eine Ebene tiefer bitte einmal gehen und bitte aufarbeiten, Weltbild, Grundannahmen ändern und dann bitte nochmal anfangen. Und eine Krankheit, ein Unfall, eine Trennung, die hilft einem dabei. Das sind, wenn man möchte, so Dinge wie ein Turbo-Boost, ja, also das zündet nochmal den Turbo, um solche Dinge ganz leicht ohne Druck zu verändern. Das heißt, das Leben hilft einem. Die meisten Menschen haben aber so einen falschen, komischen, seltsamen Ansatz, dass diese Menschen aus einer Krise nicht gestärkt hervorgehen, sondern dass die noch tiefer in ihr Selbstmitleid reinfallen und in ihren Glaubenssatz, dass sie ja diejenigen sind, die benachteiligt werden vom Leben und dass alle immer sie betrügen und dass sie immer krank werden und sie immer Unfälle haben. Ja, diese Leute identifizieren sich dann mit Krankheit, mit ihrer Opferrolle. Aber man kann auch nach einer Krise, man kann dann die Krisen auch positiv sehen. Man kann dann sagen, hey, geil, jetzt, ich bin krank, ich lieg flach. Das Leben schenkt mir jetzt eine einmalige Möglichkeit, was zu ändern. Ja? Grundlegend Dinge zu ändern, die meiner Entfaltung entsprechen, wo ich danach meine Leidenschaft finden kann, wo ich danach ein glücklicheres, erfüllteres Leben führe und auf dem Sterbebett liege und sage, yo, ich habe was beigetragen, ja, für mich und für andere. Und wenn man diesen Ansatz verfolgt, wenn man das switcht im Kopf, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist eigentlich nichts mehr schlimm. Jobverlust, Krankheit, Unfall, ja, dann ist alles eine Chance. So viel dazu.